Willkommen zu einer weiteren Folge Mice gegen Monsters. Und zwar, Leute, wir platzieren heute in diesem Video auf der ätherischen Werkstatt das nächste Monster. Es kam jetzt ein neues Update dazu, eine neue Welle nennen sich die ja. Und das müsste das 13. Monster, genau, das 13. Monster sein. Und dieses heißt Schaukel. Wir haben jetzt 14 Monster im Spiel released. Ich muss aber persönlich sagen, ich glaube, das, was wir jetzt gleich platzieren werden, ist nicht so meins. Aber ich würde sagen, wir schauen mal, wie es reinpassen wird auf die Insel zu dem Sound. Und let's go. Schaukel ist am Start. So. Es hat drei Elemente. Und was sich auch verändert hat, Leute, ist der Song. Der hat sich ein bisschen verändert. Oh, wie geil. Also ich weiß gar nicht, ob man das gerade in der Aufnahme so gut gehört hat. Ey, das hat sich einfach so verbessert, der Sound. Ich finde, der Soundtrack ist so gut geworden. Vorher, sag ich mal so, ja, ich fand ihn auch nice, aber jetzt ist er wirklich anders krass. Also wirklich. Es könnt ihr gerne mal bei, ich sag es mal, bei MSM Pokémon ist so ein ziemlich bekannter My Singing Monsters YouTuber. Auf jeden Fall. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr bei dem mal den vollen Soundtrack anhören. Das hört sich so geil an auf der ätherischen Werkstatt. Auch für mich somit auch eine der besten Inseln im Spiel. Und geil. Ja, ich glaube, das Monster hat man gerade gehört. Kurz nachdem ich fertig war mit dem Quatschen, auf jeden Fall. Ja, ist so ein sind so zwei Monster. Und das eine springt irgendwie in der Luft und dreht sich. Und ja. Oh, ich finde das so funny, echt wirklich. Ich finde das so cool, das Monster. Ach, Mann. Also ich muss teilweise sagen, so ein bisschen habe ich so das Gefühl, dass die Entwickler keine richtigen Einfälle mehr haben. Aber warum nicht? Es gibt da wirklich, glaube ich, auch fangemachte Monster, die ja auch um einiges besser sind, ne? Aber warum nicht? Hauptsache irgendwas Neues im Spiel. So geil. Weil dieses Hep ist so geil einfach. Okay. Ja, ich glaube, den Großteil vom Soundtrack oder vom Sound von dem Monster habt ihr jetzt gerade gehört. Ich finde ihn gut. Ja, für mich zumindest. Also ich muss sagen, dass mir auch wirklich viel gefällt, so vom Sound her. Also da könnte auch alles Mögliche kommen. Das würde mir gefallen wahrscheinlich. Nee, also ich finde auf der Insel aber auch hier diesen Bärtraum heißt er. Den finde ich ziemlich schlecht. Und auch im Gegensatz zu den anderen Monstern ist dieses Monster mit dieses Happen-Monster, was ich gerade platziert habe, sag ich mal, eins der schwächsten. Aber ich finde es trotzdem irgendwie okay. Ist halt nur so eine, so eine kleine Erweiterung. Nichts Krasses. Hört man so ein bisschen im Hintergrund. Füllt so ein bisschen die Lücken, würde ich sagen. Auf der Insel. Und ja, also es kommt noch ein viel besseres Monster. Das habe ich auch gerade schon versucht zu züchten. Ich glaube einmal, oder? Nee, auch gar nicht. Das kann ich noch gar nicht gezüchtet haben. Weil ich habe bisher nur das erste versucht. Auf jeden Fall, das heißt Rismut. Ich denke mal, es soll irgendwie sowas heißen wie Rhythmus oder so. Oder? Ich weiß nicht. Sieht ein bisschen aus wie so ein Garst. Nur in keine Ahnung was. Ja, auf jeden Fall. In solchen Würfel, sag ich mal, genau. Ja, vier Elemente hat das. 3300 Gems kostet das. Und ich würde sagen, Leute, wir versuchen mal die Zuchtkombination. Aber ich glaube sogar, ich brauche dafür irgendein Monster, ne? Also Plasma, Zahnräder, Diamant und Gift. Plasma, Zahnräder, Diamant und Gift. Ich muss vier nehmen. Ja.
So. Okay, das geht nicht. Nee. Muss ich das hier nehmen? Oh, ich glaube so, ich muss das hier nehmen, ne? Hm, da fehlen mir jetzt die Dinger. Ja. Also ich muss Diamanten machen. Ja. Also ich muss diese Diamanten-Dinger herstellen. Plasma, das geht ja auch. Ja, dann fehlt einer von denen. Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, es wäre ganz gut, diesen Diamanten herzustellen. Und auch noch ein zusätzliches Monster. Man braucht ja auch noch ein Monster. Und wenn diese Kombination funktioniert, muss man dann noch ein weiteres dafür züchten, sag ich mal. Weil sonst ist das auf der Insel nicht mehr verfügbar, wenn das halt weg ist und es funktioniert. Ja, auf jeden Fall muss ich nochmal eins nachzüchten, dass ich auch diese Monster komplett habe. Und ich würde sagen, Leute, das war's mit dem Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.